squash down the meter. Die Bühne gehört dir. Alles gut. Bitte. Jetzt steht die Shelly. Das ist nicht schön. Ganz allein gelaufen, weil der Bus wieder im Boot fand. Was jahrelang Hellwein hier stand, ist ja Obermünze wären. Ich will mich gar nicht beschweren. Obermüll kann ich verstehen, ist der Traum von jedermüll. Doch jetzt, da kann ich euch sagen, fänge die Probleme an. Meine Herren, fängt an zu denken, muss ich dem auch was schenken? Eigentlich schenke ich dir gern, doch bei der Roswitha ist das schwer. Normalerweise macht die Obermöhn in Empfang, aber bei der Roswitha weiß man nie, mischte Bade oder mischte nichts. Und wenn etwas nicht, sind wir dann vom Vorstand in die Leute? Oder sind wir dann nicht? Falls wir dann in die Leute sind, gehen wir dann hin oder gehen wir nicht hin? Sollten wir dann aber hingehen, dann ist da noch die letzte Sache mit dem Geschenk. Ich überlege dann, kaufen wir was oder kaufen wir nichts? Und wenn wir was kaufen, wickeln wir es in oder wickeln wir es nicht in? Sollten wir uns dann doch entschließen, was hinzuwickeln, dann modert uns wieder das Fleisch schon und kann gar nicht sehen, dass ich das nicht gebrauchen kann. Kauft mir nichts und geht dann hin, stehen wir da. Kauft mir was und geht dann nicht hin, stehen wir auch da. Kaufen wir was und gehen dann doch hin, dann rollert es wieder vielleicht schon oder kann es gar nicht gebrauchen. Wenn wir aber jetzt nichts kaufen und dort das schön entwickeln, ist es egal, ob es wieder nicht schon hot und merkt gleich, ob es überhaupt gebrauchen kann. Allein was oder schmeiße ich den Vorstand zusammen? Aber ich hoffe, wir müssen wieder sowieso leben, mit der wir alle zusammen nichts kaufen, als wenn jeder einzeln mit was von Geschichte. Ich habe dann mal den Judah gefragt, wie da dann so ist. Dann hat er dann gesagt, tja, das ist so die Sache. Kauft man was und geht nicht hin. Da hat man dann bis zur nächsten Mündesitzung rumlegen. Der Quatsch ist nicht mehr los. Wir kaufen am besten nichts und wickeln auch nichts in. Dann kann ich was wieder zwar nicht gebrauchen, aber das ist immer noch besser, als wenn man was kauft, es dann entwickelt und dann hat man was wieder schon. Das Leni hat dann gesagt, mir kaufe nichts. Oh, wir beginnen jetzt schön. Das ist immer noch besser, als wenn wir was kaufen und damit nicht entwickeln und etwas wieder ganz schön einfach so für den Latz geknallt. Das Kerstin, wo ihr seid, das hat gesagt, bei dem Uramt war das Roswitha hot. Hat er sowieso alles und kann es nicht gebrauchen. Und wenn es dann noch schön hingewickelt ist, dann wundert es uns wieder nicht, dass wir vom Vorstand überhaupt da sind, wo wir doch normalerweise nirgends hingehen, nichts kaufen und schon gar nichts entwickeln. Ja, das ist so offen.
frech ist, weiß dann vielleicht gar nicht, wie, ob er uns überhaupt eingeladen hat. Ich habe mir dann noch folgende Gedanken gemacht. Stellt euch mal vor, wir kaufen was, wählt auch noch hin und die auch wieder uns wieder in den Kaisersaal hin. Und dann hat er uns wieder ins Gericht und da ist nichts los. Mir vom Vorstand klagen, der muss wieder werden, wie so leben, mit der er alles sagt, nichts kaufen, nichts entwickeln und schon gar nicht mehr schrubben. Weil dann werden sich alles sparen und könnte nächstes Jahr nochmal die Oberwelt machen. Soll dich jetzt erfreuen. Ich gratuliere dir von Herzen heute und wünsche dir eine super schöne Zeit. Auf unsere Roswitha, die zweite, der Fan vom Kulmenland, ein dreifach donnerndes. Also, von dem Film hin und her weiß ich Gott gar nichts mehr. Haben wir jetzt etwas geschenkt oder nicht? Also, ich habe schon was schön eingewickelt. Ich komme mit dem Vortrag nicht mehr mit. Ich stelle euch vor, unser aktiver Vorstandsmitglied Ingo Triebert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für diesen tollen Vortrag. Ihr braucht nichts zu schenken, nichts inzwiegen, aber trotzdem mal ich hin. Verstehen. Jetzt muss ich schön alarmfähig sein und trinke dich ein Stückchen Wein. Prost! Wie ist das schön, oh, wie ist das schön, so was hat man nur lange nicht gesehen, so schön, so schön. Etwas schneller fort, wie ich reagieren konnte, aber dann halt ohne Telefon. Auf uns reden, wo dein Treiber kommen ist. Tür stehen jung und erpacht, unsere lila Funkenmundart.
zählt hier hinten nichts mehr auf der Sitze. Die Trainerinnen Steffi Wahrheit und Bianca Schneeboll noch schnell zu uns auf die Bühne rennen. Für euch gibt's einen Orden, das muss sein. Und für die Trainerinnen ein Dankeschön vom Verein. Auf die Lila Funken und ihre Trainerinnen Steffi und Bianca, ein dreifach donnerndes Fest!
Nationalen Papa-Afrika. Ja, Norman, mein Kind. Was guckst du auch an, da? Ach, weiße, der Apotheken-Umschau. Ach so, die Frage für Rentner. Kann ich die Mauer? Was willst du da noch mit? Ey, da sind immer so Kreuzworträtsel drin. Aber nur, wenn man doch was gewinnen kann. Meistens schon, was mich gucken. Hey, stimmt. Diesmal eine Magenspiegelung für zwei Personen in einem Krankenhaus ihrer Wahl. So. Also eigentlich könntest du mir ja wohl ein bisschen helfen, gell? Aber Moment mal. Apropos Magen. Was hat eigentlich der Doktor letzte Woche zu deiner Magenschmerzen gesagt? Bestimmt, dass du das Bier verkosten sollst. Der Doktor Schwindsucht sagte, ich soll jeden Tag 3 Teller Haferschmeinsuppe essen. Und dürfte ich mir doch ruhig nur ein weißes Bier genehmigen. Aha, und klappt das? Ja. Aha. Mit dem Haferschleim liege ich zwar ein Woche zurück, aber mit weißem Bier liege ich 3 Wochen im Kurs. Hör mal, da warst du auch letzte Woche beim Arzt. Also ich finde, wir sollen jetzt selber Kreuzworträtsel machen, oder? Weil vielleicht gewinnen wir ja. Du könntest mir auch mal schön helfen, finde ich. Rinderdiebstahl mit O. Oxford. Und Weinsorte am Fuße des Vesuvs. Das ist der Glühwein. Aber leg mal hey, jetzt nicht so ab. Hast du mir nicht was zu bächten? Nö. Wieso? Als ich bei Dr. Schwindsucht war, lag dein Akte auf dem Tisch. Als der Morgot aus dem Zimmer war, darf man nicht. Du hörst ja wohl nicht in meinen Akte gucken. Und da tat ich mein Fräulein. Und das ist Urinprobe. Positiv. Schwanger. Jetzt rächt dich doch, Monette, so auf. Du sollst doch immer, dass mir Sporen böse. Was hat da dann mit Sporen zu tun? Ei, die Urinprobe war von unserer Kuh Bertha. Und der Tierarzt ist immer so döller. Und beim Schwindsucht geht er dann auf meine Krankenakte. So, Kreuzworträtsel. Bürgermeister auf Englisch. Lass mich überlegen. Burger King! Stadtrat auf Englisch. Das weiß ich auch. Citybike! Aber hey, jetzt hör mal mit dem blöden Kreuzworträtsel auf. Bist du überhaupt mit der Stallarbeit fertig? Das dauert schon, Herr Hux? Ja. Aber die Box von dem Deckbulle, die müssen noch ausgemistet werden. Also, die ich nicht wie alle anderen. Nicht, dass es mir so geht, wie Herr der Frau von dem Huberbauer vom Stier aufgeschließt. Übrigens, letzte Woche auf der Beerdigung da von der Frau von dem Huberbauer, gell? Ja. Da warst du ein bisschen peinlich. Ich? Ja. Wieso da dann? Ah ja, alle anderen werfen Blumen in Grab und da 2 Frikadelle. Ja. Ja, und? Die Frikadelle von der Oberbäuerin ihre Leibspeise. Ja, meinst du auch vielleicht, die könnte noch essen oder ja, was? Ja, meinst du auch, dann die wird die Blumen noch in die Waage stellen? Aber übrigens, letzte Woche auf der Beerdigung, finde ich, hat der Huberbauer sich ganz schön merkwürdig verhalten. Das
ist, ja. Weil wenn die Frau da am Grabwoche kontrolliert worden, war der immer schön genickt. Und wenn die Männer vorbeikommen, war der immer auch geschüttelt. Kind, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe dann nachher direkt beim Leichenstrauß dort drauf angesprochen. Ja, und was soll denn das so? Die Frauen haben immer gesagt, mein Beileid, mein Beileid, mein Beileid. Als die andere Bauern kommen, haben die gefragt, verkaufst du mir den Stier? War der Tierarzt solchen Lust, den unsere Stier eigentlich schon mal hängt? Nö, wieso? Was fällt denn dann? Weißt du, ich habe das Gefühl, der kommt so langsam in die Jahre. Will nicht ihn so richtig. Ich glaube, der bräuchte mal noch so Aufbau und Potenzmittelchen. Sag mal, das hat jetzt solchen Sus doch letzten Monat schon mal aufgeschrieben. Weißt du, dann nicht mehr, wie das hieß? Dann könnte ich ja direkt aus der Apotheke mitbringen, wenn ich mir das Kreuzfahrtrenzen abgebe. Lass mich mal überlegen. Na, mach mal. Wie hieß das dann noch? Meine Güte. Ich kann mich am besten Billy Willem Nicky an den Namen erinnern. Aber geschmeckt haben sie noch mal Krütze. So, also ich habe ja das Kreuzworträtsel gleich fertig. Aber es fehlt noch Kuhstall auf Arabisch. Die Mubarak. Ich hätte dann auch noch eine ganz besondere Frage. Ein stillgelegtes Freudenhaus. Stillgelegtes Freudenhaus. Halt Auspuff! Komm her! Schenk down jetzt mir mal einen Schnaps hin. Aha, aber eigentlich besser mit, weil gestern Abend warst du ganz schön besoffen. Nein, und ich hatte meine Gründe, Kind, ich hatte meine Gründe. Ach Gott, was hast du da wieder für Gründe? Erst trinken. Aha, Prost. Weißt du, manche Dinge, die kann man einfach nicht erklären. Ach Gott, Vater, was hast du da wieder so Schlimmes erlebt? Gestern Abend guck ich bei der Kuh Olga und melde die. Da schmeißt die mit ihrem linken Bein der Eier um. Ja, aber das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja, pass auf. Schau, ihr linkes Bein an einen Pfosten links angebunden. Aha. Dann habe ich mich wieder hingesetzt. Und Rollenfäder im Ulbe. Ja. Kurze Zeit später wirft die blöde Kuh der Eimer mit dem rechten Bein um. Wie, schon wieder? Ja. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich ihr rechtes Bein am rechten Pfosten festgebunden. Aha. Und mich wieder hingeguckt, Rollenfäder im Ulbe. Kurze Zeit später wirft dieses Mistvieh den Eimer den Schwanz um. Oh. Ja, und dann? Ja. Da habe ich, also, da ich kein Seil zum Anbinden hatte, habe ich meine Gürtel geholt. Und habe ihren Schwanz oben an der Deckelbeule angebunden. In dem Augenblick rutscht mein Luchs. Und die Mutter gibt in den Stall. Und dann kann ich das so, kann man manche Dinge nicht erklären. Werd ich zum Gefahrenfaktor.
sind die Hühner platt wie Teller? Oh, der Traktor wieder schneller. Der Hofhund, der die Hühner frisst, ein hundsgemeines Haustier ist. Geht der Bauer gern was trinken? Sieht man es an seinem Ticken. Donnerlatt, die Tochter raucht im Stall an Hasch. Dallert Kuh, was ist das? Wenn die Kuh Zitrone frisst, die frisse Milch, dann sauer ist. Habe ich mal Hühneraugen, trage Schuhe, die nichts taugen. Trinkt der Bauer zu viel Bier, melkt er wieder seine Stier. Sitzt der Hahn auf einer Krähe, vor kein Huhn in seiner Nähe. Wir haben jetzt genug erklärt und manchen Mist hervorgekehrt. Hello! Wie man so viel Unsinn kann schwätzen. Ich hoffe, wir sehen euch auch nächstes Jahr wieder, hey Sätze. Für diesen tollen Vortrag danke ich mir sehr. Ich stelle euch vor, Sabine Riepert und Sönke Rebecca. Für euch den Ehrenpunkt und auch selbstverständlich den Orden. Wenn der Bauer? Und seine Tochter? Nee. Der Bauer? Und seine Tochter? Die müsst ihr nach Haus. Bevor man sie hier schmeißt, heraus. In diesem Sinne, Prost! Auf die beiden und deren tollen Vortrag ein dreifach donnerndes. Hey.